Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Wieder bei dir, Oberer. Ich habe vorher gespielt und aufgenommen, dann ist mein Bildschirm schwarz geworden, dann hat das Aufnahmeprogramm aufgehört aufzunehmen und ja, jetzt nehme ich es nochmal auf. Ich bin von den Schlangen in den kleinen Kriegsschnecken gehuscht. Wurde angegriffen, wieder mit Riesen. Ich glaube, wir kennen das Thema schon. Da wurde nur... Diese Angriffe kenne ich ja noch gar nicht. Diese mit dem Barbarenkönig zum Beispiel. Können wir uns jetzt mal anschauen. Der wollte vielleicht... Keine Ahnung, was er wollte. Pokis sammeln. Der fand mein Dorf mit einer Kanone sehr gut. Zum. So. Ja. Bei so einem kleinen Dorf kann man eigentlich nur verlieren. Dann haben wir einen Barbaren-Buki-Kobold-Angriff. Ja, mal schauen, wie der Fall getragen ist. Aha, okay. Anders kann man es ja nicht machen. Ihr könnt in die Kommentare bitte schreiben, ob ich da am Rand die ganzen Verteidigungen bauen darf, falls ich mal in einen Clan-Boss gerate. Also das erste Mal hatte keine Fehler an und für sie, da wurde eigentlich nur der Bildschirm schwarz. Und ja. Gut. Also wir haben klar was, ja, müssen ja alles noch spenden und so weiter. Kann ich alles nochmal sagen. Henrik, ich schaue es dann jetzt an. Bevor wir mit den Clan Wars starten. Bogis, Barbaren, Blitzauber, Barbarenkönig. Ja. Zweimal reicht. Sonst haben wir wieder so ein langes Video. Und Kugelmama schreibt, Hallo YouTube. Ja, ich sehe alles an meinem großen iPad, was da geschrieben wird. Ja, dann muss ich nicht immer darauf schauen. Ich finde, das ist eine gute Taktik, denn ich schaue immer so gerne, was im Chat gerade so läuft. Also ich finde nicht, dass es ein totaler Fail ist. Finde ich total falsch. Ja. Gut, das war mal dein schöner Angriff. Vielen Dank, Henrik. Jetzt gehen wir noch einmal angreifen. Denn wir wollen ja in die Schad. Wir wollen ja zu den Besten. Ja. Beute brauchen wir ja nicht wirklich. Wir brauchen nur ein gutes Dorf, damit man Pokés sammeln kann. Das ist ein gutes Dorf. Mine werfen in der Mitte, aber sollte uns nichts ausmachen. Wir gehen auf. Daher. So. Ist da eine Klammbuch? Ja, da ist die Klammbuch. Die ist leer. Gut. Wie kam ich jetzt auf da oben mit den Riesen? Das ist die Frage meines Lebens. Na gut, setze ich halt jetzt da die Barbaren hin. Da so an der Seite so da die Kobolde und da so die Bogis.
Na klar, einen Bock habe ich auch, was? Lass ich mich mal überraschen. Nee. Ich brauche, glaube ich, keine Dory. Lass mich jetzt überraschen. Und zwar setze ich es daher. Wir haben Barbaren. Wir haben 5 Barbaren drinnen. Vielen Dank für diesen Zufallsspender, der sie mir gibt. Vielleicht hätte sie da also einen anderen setzen sollen. Ja, wäre geschickt gewesen. Aber Pokis verlieren wir zum Glück keiner. Ja. Jetzt kann man da eigentlich nur noch Beute sammeln. Ja, Beute ist immer gut. Ja. Hätte besser sein können. Bessere Taktik. Jetzt tue ich es ohne Riesen wieder. Ohne Riesen ist jeder Angriff besser. Nee, nicht jeder. Klar muss es nicht. Ja, man muss halt richtig angreifen können. Mombrich habe ich jetzt auch keine mehr dabei. Also, wir haben neue Nachrichten im Chat. Und zwar hat der Henry da geschrieben, hätte besser sein können. So, finde ich nicht. Kugelmama hat eine Wiederholung mit 100%. Und ich glaube, ich mache ein zweites Klamus-Video dann. Ja, und dann einfach nur noch das, was jeder weiß, wie es ausgeht. Und zwar mit 100%. Du mir noch bitte Überraschung. Please. So. Jetzt spende ich mir mal selber. Wo ist? Lavatina bin ich. Kugelmama ist eine. Eine andere. Danke, schreibe ich. Und Gamer hat mir gespendet. Da unten ist eine Anfrage, aber mit Level 5 drucken. Genau. Jetzt gehen wir zum Clan Wars. Und zwar, keine Ahnung, ob ich es euch schon gezeigt habe, aber wir haben da gewonnen. 94-49. Ja. Was soll ich also sagen? Voldemort, du hättest eine Clansperre haben sollen. Ich hatte dich aber jetzt gerade, als du nämlich da reinkommen wolltest. Da ganz. Nee, Lavatina. Und dann irgendwo. Da kam ich dann rein. Ach, und da kam Voldemort. Und jetzt würde ich ja meinen, dass ich jetzt nochmal nachschaue. Sicherheitshalber. Nicht, dass ich da jemanden in den Clan lasse, der eigentlich eine Clansperre hat. Ja, nein, ich möchte das Spiel nicht verlassen zum 100.000.000. tausendsten Mal. Ja. Finde ich gerade nicht. Egal. Vielleicht habe ich natürlich kapiert oder keine Ahnung. Dich nicht gelten lassen. Ich schaue dann einfach auf unser Forum nach. Auf unserem Forum stehen alle, was Clanverbot haben, also bis, wie lange die Clanverbot haben und so ein Zeug. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Link dazu sollte in der Beschreibung sein. Wenn nicht, schaut einfach unter ein anderes Video. Ja. Barbaren oder Bogis bitte. Na, da spende ich gleich mal zweimal. Einmal mit meinem Lavatina-Account und einmal mit diesem Account. Also, wir gehen jetzt zum Clan Wars. Da habe ich schon alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Nee, eigentlich wollte ich da noch mehr sagen, nur so, dass wir brav angegriffen haben, aber ja, egal. Da haben wir wieder mal gewonnen. Da haben wir wieder mal brav angegriffen. Da habe ich aber was zu sagen. Und zwar, lieber KP, wenn du das hörst,
Ich verstehe deine Logik nicht. Du hast dich so auf den Clowns gefreut und dann gehst du, ohne einen Clowns-Angriff zu machen. Du warst nicht da, als der Clowns geendet hat, also Clownverbot. Tut mir leid. So sind unsere Regeln. Lukas hat, wenn er im nächsten Clownverbot nicht mitkämpft, für einen ganzen Monat Clownverbot. Eigentlich wollten wir ihn schon für 2 Wochen draußen haben, aber Markus, also sein Bruder, der derzeitige Clownführer, hat vergessen ihn zu kicken oder keine Ahnung, was dabei war. Ja, wenn er jetzt im nächsten Clownverbot nicht mitkämpft, hat er für einen ganzen Monat Clownverbot. Denn er hat nicht gesagt, dass er in diesem Clownverbot nicht angreifen will. Und deshalb ist es nicht unsere Schuld. Yep, du hast noch eine Chance. Ja. Hat sie in die Kickbeschreibung geschrieben. Dein Ende ist gekommen. Tut mir leid. Ja. Sollte alles sein. Und jetzt schau ich nochmal, wie lange es dauert. 10 Minuten. Gut. Jetzt zeige ich nochmal den Angriff von David. Geht doch. Keine Ahnung, ob ich es zeigen darf, deshalb mache ich es einfach ganz schnell. Gute Beute hast du. Hast sogar mit Drachen angegriffen, wobei ich beim Beutezug eher nicht auf Drachen stehe. Im Klammer ist es okay. Da ist man noch auf Spaß, also nicht wirklich auf Beute, aber ja, hier ist es selbst überlassen, was man da will. Schreibe noch schnell ein Bitte, denn Google Mama hat Danke geschrieben. Wir schreiben noch schnell ein Bitte, denn das ist höflich. Ja, das hat sie. Hat Andi was geschrieben, und zwar, dass er die Nummer 18 nimmt. Nummer 18 ist aber besetzt. Deshalb schreiben wir besetzt. Können alle die Clan-Nachricht nicht lesen. Ich habe sie zwar jetzt nicht auf diesem Account, aber ich habe genau geschrieben, bis auf den Gamer Nitro, welche Zahlen schon besetzt sind. Also, 17 ist frei. Da schreiben wir einfach 17 ist frei. Ja, 17 ist frei. 16 ist frei. 15 ist frei. 13 ist frei. 12 ist frei. 9, die 7, 6, 5, 4, 3. Und die 1 ist noch frei. Das ist am Montag um, ja, genau 21 Uhr. Nee, die hat Toilettenpapier. Und du bist viel zu gut für diese Zahl. Denn wir sind nur zu 20 im Clan Wars. Ja, wir müssen dann noch alle spenden. Da rede ich dann mal mit Markus und mit allen anderen, denn ich habe bei den kann nur Level 2 Bogis. Wenn es sich dann nicht ausgeht, spende ich dann halt noch ganz schnell Level 2 Bogis. Aber eigentlich, wenn jeder jetzt Bogis spendet oder sonstiges, sollte es sich immer ausgehen. Ja. Jetzt zeige ich nochmal die gegnerischen Dörfer. Dieses Dorf ist total leicht, also für mich leicht, denn ich habe schon Level 2 Truppen und 3. Also, die nimmt Kugelmama, dieses Dorf. Das nehme ich, das ist schon etwas schwerer. Dieses Dorf nimmt der Gamer. 17 ist frei, wie gesagt. 17 ist nicht frei.
schreibe ich dann auch gleich wieder drauf, aber auch erst nachdem ich die Folge beendet habe. Nicht, dass ich wieder einen schwarzen Bildschirm kriege, weil beim letzten Mal hat der Gamer Nitro die 10 reserviert und da habe ich auch gesagt, ja, schreib es gleich auf, bevor ich es vergesse. Und das war ich. Habe dann einen schwarzen Bildschirm bekommen, weil wenn ich in 15 Sekunden oder so nicht mehr am Bildschirm bin, dreht sich es automatisch ab. Oder 30 Sekunden, weiß ich jetzt nicht mehr. Also Nummer 16 ist frei. Nummer 15 ist auch frei. 14 ist besetzt an David. Nummer 13 ist frei. Nummer 12 ist frei. Nummer 11 ist reserviert an den Sprite Dead. Sprite Dead, also an den toten Sprite. Ja. Boah, da kriege ich immer Durst. Nummer 10 ist an den lieben Gamer Nitro reserviert. Nummer 9 ist frei. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen für diejenigen, die es gehört haben. Da schaue ich auch gleich mal rein, was ich da für eine E-Mail bekommen habe. Von YouTube. Immer von YouTube, ist klar. Okay, also Nummer 8 hat Beast Gamer X. Nummer 7 ist frei. Nummer 6 ist frei. Nummer 5 ist frei. Nummer 4 ist frei. Nummer 3 ist frei. Nummer 2 ist besetzt an den Gogi 0815. Das ist der liebe Henrik. Und Nummer 1 ist doch frei. Für die Leute, die Interesse haben, können sich gerne melden. Allerdings müssen sie im Klammer dabei sein. Für die Leute, die gerne Interesse haben, bei den nächsten Klammer mitzumachen, ihr seid immer willkommen. Montag, Mittwoch und Freitag nach 18 Uhr. Montag starten wir meistens pünktlich um 18 Uhr. Wir haben es aber verschwitzt und starteten es erst um 20 Uhr. Das heißt, der hat 20 Minuten Verspätung. Mittwoch wird daher noch später gestartet, denn wir machen da ja immer diese Auswertung und die dauert so 1-2 Stunden, weil wir uns immer gegenseitig beraten und so. Ja. Freitag wird es deshalb um Mitternacht oder so gestartet werden. Also, ja. Circa. Also könnt ihr morgen bis Mittwoch bis 21 Uhr in den Clan kommen. Also heute ist der 19. Jänner, morgen ist der 20. Jänner und am Mittwoch ist der 21. Jänner. Also am 21. Jänner könnt ihr noch immer um 20 Uhr im Clan was mitmachen. Um 21 Uhr genauso. Wahrscheinlich. Außer es machen alle nix gegen die Regeln, dann geht es sich aus. Und wir nehmen schon 18 Minuten auf. Ich denke, das reicht mir für ein Video. Und deshalb sage ich, ciao. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Clash of Clans mit mir, Julia. Ja, viel Spaß beim Gucken anderer Videos. Carina ladet jetzt jede Woche ein Video hoch von Minecraft. Die macht sehr witzige Folgen. Und sie würde sich genauso freuen wie ich, wenn ihr unsere Videos bewertet. Denn dieser Kanal gehört ja mir, also Carina und mir. Zum zweiten Mal, ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Clash of Clans mit mir, Julia. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen hoch da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr gerne diese Zusammenfassungen von den Kriegen haben wollt. Denn ich habe beschlossen, ich zeige nur noch die Angriffe, wo die Leute bestimmt sagen, hey, kannst du bitte diesen einen Clan-Wars-Angriff zeigen? Ich werde sehr auf Danke verbunden. Ja. Toilettenpapier. Das ist ein Angriff, den ich jetzt zeigen werde. Und ich glaube, ich kann mich erinnern an diesen Angriff. Ich glaube, ich habe ihn mal gezeigt. Egal. Zeige ich halt ihn nicht. Mir egal. Ist eh nur mein Account und von der Claudia. Claudia ist meine beste Freundin. Yeah.
Nur, ich kam noch nicht dazu, mit ihr ein Let's Play zu machen und sie möchte, glaube ich, auch kein Let's Play machen. Ich muss jetzt nochmal mit ihr diskutieren, gründlich. Aber ja, in 19 Stunden, 27 Minuten ist unser Ratus fertig. Und ich rede ein Durcheinander. Und ich wollte schon vor ein paar Minuten, keine Ahnung wie lange, das Let's Play beenden. Und deshalb sage ich es zum dritten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Clash of Clans mit mir, Julia. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr keine Videos vergessen wollt. Verpassen wollt. Denn wir machen nämlich mindestens einmal in der Woche ein Video. Ich mache wahrscheinlich einmal am Tag oder alle zwei Tage ein Video. Ab und zu lade ich auch mehrere Videos am Tag hoch. Je nachdem, wie gut mein Internet ist und wie lustig ich auf Aufnehmen habe. Eigentlich habe ich immer Lust, aber kommt drauf an, wie viel Zeit ich habe. Ja. Und jetzt rede ich. Und jetzt sage ich zum vierten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Clash of Clans mit mir, Julia. Danke fürs Anschauen dieses wunderbaren Videos. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und wir haben 21 Minuten gleich. In 3, 2, 1, ciao.